Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners und heute bin ich in Deutschland. Single Malt Whiskey Trader Sylt. Also, dieses Sample habe ich hier geschenkt bekommen. Das ist hier von, und ich bin so schlecht mit Namen, Klaus Oliver Weslow. Klaus kenne ich schon ein bisschen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich etwas gelernt habe in den letzten Tagen, als ich ein bisschen Recherchen hier anstellte. Ich habe nicht gewusst, und das ist meine mangelnde Kenntnis, dass es auf Sylt zwei verschiedene Whisky-Firmen gibt. Jason dachte, die einen, die werden dieselben, Tider, Sylter Whisky, die das ganze Zeug dort in Wasser immer wieder reintun. Und dann auch hier Trader Sylt. Absolut, da geh daneben. So, dieses Sample habe ich hier auf der Limburg Whisky Messe gekriegt. Und das ist Cask Nummer 24. Wow, ich krieg das nicht auf. Diese kleinen Plastikdinger hier, es gibt Latschen dafür, aber ich krieg die nicht immer. Jo, also das ist fast Nummer, Cask Nummer 24 und dazu gibt es online gar nichts. Ich habe auch sogar gefragt. Auch da gibt es ganz wenig. Eigentlich, was es gibt, ist das, was auf der Flasche ist. First Fill PX Fass. Sehr, sehr schön. Destilliert, auch ganz wichtig, am Februar 2014 und dann abgefüllt auch Februar 2018. Das heißt, das ist eine 4 Jahre alte Whisky und bisher war alles, was es denn da gab online, war eine 3 Jahre alte. 46%. Und das ist hier eine schöne, schöne Sache. So, ja, was soll ich sagen hier? Ich glaube, ich vermute, ich bin nicht sicher. Ich glaube, Blaue Maus ist, was dahinter steckt. Und die auf Sylt füllen das nur um und ab. Nagel ich mich nicht fest, beziehungsweise korrigiere mich unten in die Kommentare, wenn das nicht so ist. Auf deren Homepage steht das natürlich nicht. Also da steht nicht, wo das ganze Distillat herkommt. Auch denn dort habe ich hier nichts gefunden. Bei Whiskey Base, also Trader, Petro Hemmene steht denn da, 50 cl Flasche kostet, sage und schreibe hier 59 € sind Halbliter Flasche. Solange der Vorrat reicht, steht es hier. Ich lese einfach mal vor. Für den Sylter Trader Single Malt Whisky werden nur ausgewählte, frisch entlernte Oroloso und Petro Ximenes Fässer zur Reifung verwendet. Am Gaumen zeigt sich diese Sherry vom reichen, mundfüllenden Aroma und ein bemerkenswerter geschmacklichen Tiefe, die dem Whisky die bessere, besondere Noten und Färbung verleihen. Marketing, Marketing, Marketing. So, da steht nicht, woher das kommt. Es steht nicht mal, hier steht wenigstens auf der Flasche, dass das ein PX First Fill denn so war. Sonst stand überall destilliert am September 2014 und abgefüllt, was jetzt momentan online ist, jetzt hier im, sagen wir einfach mal August ungefähr, wo dieses Video rauskommt. Es kann auch schon September sein. Da steht denn destilliert September 2014. Und abgefüllt November 2017. Literpreis 118 €, Halbliterpreis, wie ich sagte, 59 €. Was sie ja tun, tatsächlich dort auf Sylt, ist, sie nehmen diese Nordseewasser vom Sylt und die verdünnen das von Fassstärke dann auf 46%. Und was ich auch denke, ist, bisher stand auch immer Kälte vertritt. So, es ist nicht non-chilled filtered, es ist tatsächlich chill filtered. Wobei ich verstehe das nicht, weil halt eben das schon 46% ist. Also Leute, ihr müsst entweder an euer Marketing arbeiten, das heißt, was online ist, oder auf euer Labels. Auch da muss ich sagen, da fehlt Informationen, die ich als Whisky Geek gerne hätte. Ach, ihr braucht nicht unbedingt zu nennen, wo das Zeug herkommt. Aber es sollte schon erwähnen, ob das denn Farbstoff hat, ja oder nein. Und es sollte erwähnen, ob das denn non-chilled filtered. Wenn es wirklich ist, schreib's drauf. Wenn es nicht ist, dann werde ich es sowieso annehmen, dass es nicht ist. Ja? Aber dann warum mit 46 abfüllen? Warum nicht 43? Hättest du noch zwei Flaschen mehr rausgekriegt, nochmal 100 € mehr in der Kasse gehabt? Frage ich mich. Ich habe mir was gegönnt. Ich habe, glaube ich, 12 Flaschen, so 0,2 Liter,
2 Liter, nee, 0,02. Also 2 CL-Flaschen da, einfach mal gegönnt von 14, glaube ich, verschiedene PX Sherry-Fässern. Also von bis, vom Lustar bis hin zu einer 12 Jahre alt Williamson und so. Also da sind Sachen dabei, die echt wow sind. Und man beschäftigt sich, oder ich beschäftige mich mehr und mehr, was und welche Sorte von PX-Fässern ich gerne habe und welche nicht. Das nächste, was ich tun muss, ist mir auch nochmal so 15, 20 Fässern, also Samples holen von verschiedenen Fässern vom Oloroso Sherry, damit ich einfach mal absolut weiß, was hier ist. Das ist wirklich hier hilfreich. Und das Erste, was ich kriege, ist dann tatsächlich dieser PX-Sherry. Da, wo man sich damit beschäftigt, kriegt man diese Nase sofort. Könnte ich der Bodega nennen? Nein. Also so gut bin ich noch nicht und so gut werde ich wahrscheinlich auch nie werden mit Sherry, aber das ist eine intensive, starke, also diese First Fill, sehr schön. Was war neulich? Ich hatte neulich hier auch ein First Fill gehabt, wo der Sherry-Anteil zu extrem war. Mensch, was war das? Ich würde gerne es nochmal von mir aus wissen. Was habe ich da gehabt, was einfach mal zu viel Sherry da Einfluss aufgenommen hatte? Wow, vergessen. Aber da war irgendeine eine Sache, was da tatsächlich. Nö, weiß ich nicht mehr. Ich komme nicht mehr drauf, sorry. Nette Nase. Der PX ist nicht so stark und da kommt hier eine nette Malz. Ähnlicher Moment dadurch. 46% sind nicht so stark. Und ein kleines bisschen Holz kommt dabei auch heraus. Interessant. Auch jetzt würde ich auch noch eine Sache. Cask Type Pedro Ximénez. Butt oder Hogshead? Auch das ist interessant. Ist es 250 Liter oder 500 Liter? Auch das wäre zum Beispiel hier für mich auch wiederum als Whisky Geek, ein kleines bisschen interessant. Ja, also Jason, der Whisky Berater. Es war ganz interessant. Da war damals war die Firma, die unten da waren, da in, da war Pascal, habe ich auch den einfach mal verschiedene Whiskys hintereinander auch verkostet. Ich musste echt mal die Flasche holen. Also das war damals vom Distillery Jobst, wo ich auch da gesagt habe, hey, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und ich kam wirklich im Dialog denn da mit der Master Distiller und auch der Sohn, der weitermachen wird und sagte, hey, wie wäre das? Und er hat viele meiner Vorschläge auch aufgenommen. Und ich bin ganz gespannt, denn dort im Wuppertal ihm wieder anzutreffen und ein bisschen die neuen Sachen zu probieren. Und es war nicht nur jetzt hier wirklich Destillat war mein Problem. Mein Problem war Etikett. Mein Problem war hier der Labeling, dass man echt einfach Dinge erwartet, dann lesen zu können. Spätestens im Internet soll man das lesen können. Gerade als Geek will man ein bisschen recherchieren können und neue Sachen rausfinden können, die vielleicht gar nicht auf dieser Label draufpassen. Und da hat er diese wirklich Vorschläge, diese Ideen mit aufgenommen. Vielleicht hören die Leute auch den Trader Sylt da oben auch. Kommt gerne vorbei. Das ist für mich knapp 90 Minuten im Zug da hoch. Wir können gerne reden, ja? Nachdem ich habe mit meiner Frau gesprochen, glaube ich, heute. Ich habe gesagt, buchstäblich, ich habe über 1000 verschiedene Whiskys schon probiert. Also verschiedene Whiskysorten habe ich schon. Das qualifiziert mich langsam hier schon zu jemand, der sich ein bisschen auskennt in dieser Welt. Zwar nur 800 Videos, aber ich war auf viele verschiedene Verkostungen und man hat schon Sachen gemacht, wo es auch noch nicht auf Video drin waren und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Nicht unangenehm. Nicht wow, aber nicht unangenehm. Probieren wir mal. Jo. Jo. Okay. Und jetzt muss ich überlegen ganz kurz, womit kann ich es vergleichen? Ich weiß, womit ich es vergleichen kann. Ich muss schauen, ob ich das noch habe. Ja, ich habe echt lange überlegt, bis ich endlich etwas hier gefunden habe. Hilft euch wenig, denn ihr kriegt das in Deutschland auch nicht. Dingle, das ist auch eine 3 Jahre alte Whisky.
4 Jahre alt, allerdings aus Irland und nicht hier aus Deutschland. Und er wurde auch in PX-Fässern dann gereift. Und deshalb finde ich das eine gerechte Vergleich hier, zu sehen, was man woanders machen kann und wie das denn so dort auch ist. Ja, also Dingle ist eine meiner Lieblingsdistillerien dort in Irland, halt eben, weil es eine der ersten Distillerien da ist. So, Nase, also wir sind auch hier bei 46,5%, 46%, 3 Jahre alt, 4 Jahre alt, PX-Fässern, steht denn da, also Entschuldigung, eine Mischung aus Bourbon, Oloroso und PX-Fässern, so von daher, das ist eine gute Vergleich. Ja, genau, die PX-Fässern kommen sehr, sehr, sehr durch. Hier ist ein kleines bisschen mehr Traubenmoment wegen Oloroso und ein bisschen mehr Vanille vielleicht auch wegen Bourbon. Und der Grunddestillat ist natürlich ein ganz was anderes. Das ist eine schöne, schöne, schöne Vergleich, muss ich so sagen. Denn dieses hat mir nicht so gut gefallen. Nummer 1 war genial, Nummer 3 war sehr, sehr schön und Nummer 2, das ist hier Dingle Nummer 2. Da war ich ein bisschen enttäuscht davon, glaube ich, ja. So, Für mich kommt diese Jugend durch vom Dingle am meisten hier, mehr als sonst irgendwo. Das ist dieser metallische Moment, der ein kleines bisschen da ist. Und auch dann obendrauf kommt jetzt tatsächlich diese Sherry, der versucht das zu deckeln, aber schafft das nicht ganz. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir hier unser Trader Sult, ich glaube, tatsächlich wesentlich besser auch schmeckt und mündet. Auch in der Nase ist es angenehmer, weicher. Runder. Der Sherry ist sehr schön eingebunden. Es tut echt gut, manchmal zu vergleichen, zu sehen, wo man ist. Echt nicht schlecht. Cask Nummer 24 noch nicht verfügbar. Jetzt momentan, ich habe keine Ahnung, welche Fass sie momentan da haben. Auf dem Bild steht hier, ich versuche mal das Bild ein kleines bisschen größer hier zu machen, zu sehen, ob ich das so sehen kann. Nee, kann ich nicht sehen, welche Fass das ist. Aber bei Whiskey Bay stand irgendwas von den verschiedenen Fassnummern da drauf. Er kriegt tatsächlich eine, oh Mann, ist das ein 3++ oder 2-? Minus. Also ist genau dazwischen. Und da muss ich hier für mich doch ein bisschen hier experimentieren. Ein letztes Mal. Da kommt ein bisschen Wasser hinzu, um zu sehen, was da passiert. Das kann auch entscheidend sein. Muss nicht sein, aber kann. Nase ist dadurch schon ein bisschen süßer, ein bisschen aromatischer. Oh, da kommt auch ein bisschen Barrel Char auch durch, was gut ist in meiner Welt, in meiner Nase. Zwei minus minus. Ich kann sogar fast so ein 2- hingehen. Okay, der ist gut. Bravo, bravo. Ja, gut gemacht, Jungs. Also, es ist nicht oft, dass deutsche Whiskys überhaupt ein 2 kriegen. Von daher, 2- ist absolut gut. Vergiss es nicht. Ihr seid da mit einer Konkurrenz mit einer 21 Jahre alte Redbreast für 200 Euro. Konkurriert mit einer Eagle Rare 17, der auch für meine Verhältnisse 400 plus Euro kostet und einfach unglaublich toll ist und so weiter und so weiter. Das sind meine Einser, die dafür reserviert. Und eine 2- ist echt eine gute, gute Note. 1, warum hast du es nicht gekauft? 2, kaufen. 3, darf man kaufen. 4, muss man nicht kaufen. 5, warum wurde das Zeug produziert? Bei 2- ist echt gut. 49 Euro für eine 1/2-Liter-Flasche. 3-. Was bedeutet, man kann immer noch dann zugreifen, wenn man möchte. Wow, eine nette, nette Produkt. Ich habe irgendwo tatsächlich da, sage ich, 10 verschiedene kleine Flaschen von Blaue Maus damals geschenkt bekommen. Bisher noch nicht dazu gekommen, obwohl ich jeden Tag hier meine Videos drehe.
Ich kann nicht mal sagen, wie der Destillat von Blauer Maus richtig, richtig schmeckt. Habe ich bisher nur zweimal im Glas für mich gehabt, aber nie vor der Kamera. Keine Ahnung, ob es der Blaue Maus ist, ob es wie woanders ihr Destillat herbekommen. Kann auch von der Eifel-Distillerie. Gibt's nicht. Es kann auch von der McRaven, also Thousand Mountains, oder es kann von woanders von mir aus auch herkommen. Slurs glaube ich nicht und ein paar andere glaube ich auch nicht. Werden wir hier sehen. Also, meine Frage des Tages ist, welche deutsche Whisky gefällt euch am besten? Habe ich schon mal gefragt, aber lange nicht mehr. Vielleicht hat sich geändert. Meine Lieblingswhisky aus Deutschland ist wahrscheinlich immer noch, muss ich sagen, vom Stork, der Rye Whisky. Der war echt richtig gut. Sonst habe ich nur auch ein paar andere Ryes auch gehabt aus Deutschland, wo ich sage, wow. An der Single Malts und so weiter, an die paar anderen exotische Dinge, die ich bisher verkostet habe, waren alle okay, aber nicht. Oh, sehr gut. Okay, bitte, bitte, bitte liken. Bitte, bitte abonnieren, falls noch nicht geschehen. Das hilft immer, obwohl ich jeden Tag ein Whisky-Video, ein Whisky-Verkostungsvideo rausbringe. Auf meine Sample-Liste schauen. Das kommt auf meine Sample-Liste, könnt ihr selbst verkosten und auch dann selbst ein Bild davon machen. Und dann bei Amazon irgendwas anders kaufen. Das hilft immer. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Ich sage Tschüss, bis morgen.